So Leute, wir sind eben in Thailand angekommen vor wie lange ungefähr? Schatzi? Gestern. Gestern, wir sind gestern angekommen. Was habe ich erstmal gemacht? Schlafen. Leute, ich habe wirklich erstmal so 20 Stunden gepennt. Das nennt Karl chillen. Ja, wirklich mein chillendes Pennen und ich habe mich so geil gefühlt danach, muss ich sagen. Es war wirklich der absolute Wahnsinn. Ich habe mich einfach nur wie neu geboren gefühlt. Und Also heute. Er ist genau. heute aufgestanden. Wirklich erstmal kompletten Tag verpennt und eine Nacht verpennt, dann bin ich heute aufgestanden. Und ich möchte jetzt, bevor wir hier auf die Supplements eingehen, da sehe ich, Schatz, sie schon benutzt haben, Ja, zwei habe ich schon benutzt. möchte ich Folgendes sagen, und zwar, ich will noch mal einen ganz kurzen Thailand-Guide verpassen. Und zwar, wenn wir kommen, machen wir erstmal Folgendes. Mein Tipp ist der, sucht euch irgendwo ein geiles Hotel und guckt dann nach Airbnbs. Die haben meistens richtig, richtig geile Airbnbs. Und dann holt ihr euch auch erstmal vielleicht nur ein, zwei Nächte über Airbnb oder über Booking und dann redet ihr mit dem Host selber und gebt ihm einfach so das Geld. Sofern ihr irgendeine Geschäftsreise macht und das Ganze absetzen könnt. Erzähl mal, wie geil immer die Crips sind, die wir hier immer haben. Richtig geil, weil wir buchen immer die mit einem geilen View. Also richtig, richtig cool. Das nächste, was ich empfehlen kann, immer direkt einen Roller holen und so für 2, 3 Wochen verhandeln. Und alles, was ihr macht, ihr müsst immer, immer verhandeln und immer auf mehrere Wochen. Ich muss ganz ehrlich sein, bei irgendwelchen Sachen, wo es jetzt um unter 5 Euro geht, da handle ich nicht mehr rum, weil da ist mir erstens meine Zeit zu schade und zweitens mal muss man ja auch, muss man ja auch Folgendes sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein deutscher Student wäre und ich müsste auf jeden Euro schauen und mir wäre mein Geld mega wichtig, dann würde ich natürlich weiter verhandeln. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wenn ich verhandle, obwohl es mir um die paar Euro nicht ankommt, aber der Thailänder, der hätte diese 2, 3 Euro wirklich nötig, dann verhandle ich halt auch nicht. Oder wie siehst du das Thema? Ich genauso. Oder also wenn jetzt hier dieser Thai, wenn ihm diese 2 Euro viel mehr bringen wie mir, dann ist es was anderes. Dann haben wir immer einen Roller geholt. Ja. Und eigentlich braucht man hier auch den internationalen Führerschein, also nicht vergessen. Genau, und wenn ihr angehalten werdet, dann lasst ihr euch nicht verarschen, weil das kostet eigentlich nur 400 Baht. Die wollen aber meistens so von euch 1000, 2000, dann sagt ihr ihnen, hey, 400 und fertig. Weil die kriegen nicht mehr wie 400. Und wenn sie euch mit zur Polizeistation nehmen, dann bekommt die Polizei das Geld und nicht sie direkt. Deswegen, die machen das viel lieber mit, hey, komm, gib mir einfach mal diese 400 und fertig. Das nächste, was wir immer machen, ist Massagen, ganz klar. Und da ein Tipp von mir. Die Leute aus Kambodscha oder die Frauen so ab 50, die machen die besten Massagen. Ja, weil die machen richtig harte Massagen. Also richtig gut. Klar, Und die bringen dann auch was. außer ihr wollt ein Happy End, dann müsst ihr eher so die Frauen von 20 bis 30 suchen. Das weißt du, gell? Weiß ich deswegen, Oh. weil man natürlich früher im Internet gelesen hat, wie das halt funktionieren soll, oder? Klar, und sonst niemand von deinen Freunden hat das mal ausprobiert. Dann, lass mir mal die Haare machen und gehe immer richtig geil Früchte essen. Und bevor das Video jetzt losgeht, Leute, wir haben ein Video gemacht über das Thema, wie man diese Produkte hier so findet. Beziehungsweise nicht, wie man sie findet, sondern wie man sie entwickelt. Und wir haben jetzt hier einmal das All-in-One Schoko. Wir haben einmal Mousse au Chocolat heißt das das. Vanille. Himbeer-Vanille und einmal das Maracuja. Und Kerstin, was ist denn dein Lieblingsgeschmack? Also von Anfang an, als ich es noch gar nicht probiert habe, Mousse au Chocolat. Und Deswegen habe ich jetzt? es auch zuerst probiert. Und jetzt? Und ich muss sagen, es war richtig, richtig lecker. Also wirklich lecker. Kein Vergleich zu den ganzen Proteinshakes, die ich in der Vergangenheit hatte. Und jetzt Himbeer-Vanille. Und den anderen habe ich aber noch gar Himbeer nicht Vanille ist noch probiert. besser wie Schoko, oder? Naja, ich muss sagen, also ich finde beide richtig geil. Also eigentlich kann ich mich nicht wirklich entscheiden. Okay. Und dann gibt es hier noch das Maracuja, das ist mein Lieblingsgeschmack. Okay. Und die drei im Bundle, Leute, plus ein Gutschein für den vierten, ja, den vierten bekommt man dann kostenlos, den vierten Geschmack, plus Neurofokus, plus einen Online-Ernährungsplaner und. Also insgesamt so ein Paket von 250 Euro kann man sich jetzt holen. Das Gewinnspiel geht aber nur bis heute 0 Uhr, also nur bis Mittwoch 0 Uhr. Das Ganze kommt noch bis Weihnachten an, also ein richtig fettes Bundle und man nimmt dann automatisch auch am Gewinnspiel teil. Dafür sind auch hier unten nochmal die Richtlinien verlinkt. Man kann da eine richtig geile Tour gewinnen. Ich fliege euch ein, lasse euch in Maybach abholen
Und dann verbringt man den ganzen Tag, essen gehen, ins Gym gehen, rumfahren, Business Talk, Fitness Talk, Privates, wenn ihr wollt. Also es lohnt sich richtig geil. Heute ist schon Mittwoch, oder? Ja, heute ist Mittwoch, okay. Genau. Deswegen nur heute bis 0 Uhr gilt es okay. noch. Okay, ihr wisst Bescheid. Genau. Und nur bis der Vorrat reicht. Wir haben insgesamt 1000 Pakete, sind schon einige hundert weg. Das heißt also, haut noch mal schnell rein. Ein geiles Weihnachtsgeschenk für euch oder für, ja, für jeden, den ihr eben mögt. Das geilste Superfood Protein Smoothie zum Abnehmen als Mahlzeitenersatz nach dem Training für Muskelaufbau. Einfach für allgemeine Gesundheit, für Proteinversorgung, Vitamine, Minerale, Algen. Das ist alles mit drin. Checkt ab und jetzt viel Spaß beim Video. So, wir sitzen jetzt gerade im Büro. Wir waren jetzt unterwegs und zwar, Olli, wir waren bei der Produktion, ja? Genau. Jetzt geht es um einen nächsten Teil des Videos, wie man ein Unternehmen von null an startet. Und zwar speziell um das Thema Produkt. Und bevor es jetzt zum eigentlichen Video geht, wir gehen wirklich in die Produktion rein, zeigen die Produktion und gehen auch nochmal einige Schritte durch, auf die man eingehen muss, wenn man ein eigenes Produkt auf den Markt bringen möchte. Ja. Aber kannst du mal vielleicht so in 2 Minuten sagen, was alles ja. so für Schritte gemacht werden mussten in der letzten Zeit? Puh, in 2 Minuten, ganz kurz. Also, der Klassiker ist, man braucht erstmal eine Firma. So, für eine Firma braucht man Geschäftspartner, da muss man die Firma gründen, das Budget durchsprechen. Genau. Okay, also mein Part war in, ja. in dem Bereich, ich kümmere mich um die Logistik, dass alle Säfte, dass die neuen Produkte auch geliefert die werden. Die Säfte machst du ja auch, die aber. Die Säfte mache ich auch, ja. ja. Aber die mache ich selber. Ja. Also, dass alle Produkte gut ankommen, dass der Kundensupport da ist, dass man Kartons hat, dass man verschiedene Kartons hat, Verpackungen und so weiter. Dass man die richtigen Größen hat, wo kommt das Pulver rein, kann das überhaupt so abgefüllt werden. Da gibt es so viele verschiedene Punkte, also, und auch Richtlinien und Grundlagen. Genau, also bei einem Produkt, wie viel verschiedene Hersteller und Ansprechpartner haben wir jetzt eigentlich für dieses eine Produkt? Ich weiß gar nicht, aber 5, 6. Ja, 5, 6 Ansprechpartner. Wie viel Zeit dauert es von Produktidee, bis das Produkt dann auch wirklich draußen ist am Markt? Also es kommt immer darauf an, wenn man gewisse Kontakte hat, dann kann man es relativ zügig durchboxen. Ja. Wenn man jemanden weiß, wer macht die Etiketten, wer führt ab, wer macht dies, wer macht das. Aber ansonsten ist das, ihr müsst ja erstmal vergleichen, da braucht ihr dafür Monate, ja. Weil ihr müsst auch überlegen, selbst wenn man einen guten Hersteller hat, wenn man das Geld hat, bis mal so eine Box fertig ist mit dem richtigen Design, das dauert 8 bis 12 Wochen. Genau. Und so weiter, Druckdateien, das ist also nicht einfach, hey, wir machen jetzt ein Proteinpulver und fertig. Genau, also das, was wir jetzt zeigen, das, was wir jetzt auf den Markt ja. bringen, in circa, würde ich mal sagen, 5 Monaten, dafür braucht es wahrscheinlich ein anderer 12 bis 18 Monate. Mindestens. Genau, also Leute, schaut euch das Video an, genießt das Video, wir arbeiten hier weiter, bis dann. Okay Leute, jetzt habt ihr ein paar Szenen gesehen und es geht, wie eben schon gesagt, um das Thema, wie gründet man ein Unternehmen? Und wir werden jetzt noch nicht die juristischen Dinge durchgehen, wenn ihr mal wissen wollt, was für ein Unternehmen soll ich gründen, wie ist es juristisch, wie ist es steuerlich, dann hole ich mal einen meiner Geschäftsführer von einem meiner Unternehmen und lasse den das mal von A bis Z erklären, dass ihr da mal ungefähr so eine grobe Vorahnung habt. Jetzt haben wir das mal gesehen, wir waren in der Fabrik, okay, wir waren in letzter Zeit in vielen verschiedenen Ländern unterwegs, in deutschen Fabriken, in Fabriken im Ausland, ja, wir waren in Prag, wir waren also in Tschechien, wir waren in Polen, wir waren in Italien, wir waren bis in Spanien unten, um gewisse Rohstoffe anzuschauen. Und ich will euch jetzt nur noch mal ein paar Dinge zeigen, okay? Wenn man ein Unternehmen gründet, dann braucht man natürlich ein Produkt, okay? Und ein Produkt, das kann jetzt alles sein. Das kann beispielsweise sein, was nicht physisch ist, also was man nicht anfassen kann, okay? Facebook, Instagram, Social-Media-Plattformen, Webseiten, Dienstleistungen, okay? Ich gebe eine Massage zum Beispiel, ich mache eine Software, Beratung, das sind sowieso im Endeffekt so die Unternehmen oder auch Vertrieb, mit denen ich wahrscheinlich anfangen würde, denn das, was wir jetzt hier zeigen, wie man eine Supplement-Firma aufbaut, okay, das ist jetzt natürlich viel, viel, viel kapitalintensiver, okay, und jedes Produkt, jedes physische Produkt braucht natürlich auch eine Verpackung und das will ich jetzt heute besprechen, was wir jetzt für die letzte Zeit gemacht haben, aber wenn man ein Unternehmen gründet, dann sind natürlich viele Dinge, die man davor machen muss. Ich muss natürlich erstmal schauen, okay, was will ich überhaupt für ein Produkt machen? Für welche Zielgruppe will ich das machen? Für welche Nische in dieser Zielgruppe? Ich habe zum Beispiel mit ProFuel damals eine Firma aufgebaut, die sehr stark fitnessorientiert war, für Kraftsportler zum Beispiel. Jetzt mache ich das ganz anders. Jetzt targetiere ich quasi Leistungsmenschen, angehende Unternehmer, den Mainstream etc. Und wir machen jetzt im Endeffekt Supplements für eine ganz andere Zielgruppe.
Da muss ich schauen, gibt es da die richtige Nachfrage, da muss ich Umfragen machen etc. Dann muss ich hergehen und muss im Endeffekt das Proteinpulver, das Produkt, dazu haben wir ja letztes Mal ein Video gemacht, das muss ich jetzt erstmal testen, hin und her, das dauert Wochen und Monate. Und ich muss natürlich bei diesen Herstellern auch in Vorleistung gehen, okay? Ich zeige nochmal, so sieht es aus, ja? Veganes Cookie Blend hier zum Beispiel. Dann haben wir hier jetzt Sahne, Maracuja. Dann haben wir hier einfach nur Maracuja und so weiter und so fort. Und dann muss ich hergehen. Ich muss mir einen Lebensmitteltechniker, einen Chemiker etc., aber den muss ich entweder auf Freelancer-Basis bezahlen oder den einstellen. Das heißt also, es fallen schon mal richtige Lohnkosten an. Ich brauche also Leute, die muss ich richtig bezahlen. Dann zweitens, und wenn ihr mal so eine Kalkulation haben wollt, dann können wir das auch noch gerne machen, denn ich habe jetzt gerade für mehrere hunderttausend Euro bestellt, okay? Dann das nächste. Ich muss dann die Proben anfertigen lassen. Das kostet mich beim Hersteller natürlich wieder Geld. Da muss ich hergehen, muss die Proben x-mal testen, hin und her schicken, 20 Leute holen, die müssen dann alle Proben machen, okay, sagen, ah, das ist gut, das ist schlecht, den ganzen Fragebogen ausfüllen etc. Kostet also erstens mal Geld, kostet Zeit, kostet Know-how, kostet am Anfang Recherchearbeit, das heißt also, da gehen Monate, wenn nicht sogar ein Jahr, eineinhalb, zwei Jahre erstmal ins Land, okay? Und dann, wenn ich das Ganze hin und her geschickt habe, dann habe ich ja jetzt erstmal das Produkt, da habt ihr ja auch einiges gesehen. Und dann kommt jetzt eben der nächste Punkt, und zwar die Verpackung. Und klar könnten wir jetzt sagen, wir machen jetzt wie die meisten Firmen einfach nur irgendeine Art Plastikverpackung. Ja? Aber das wollten wir eben nicht. Wir wollten jetzt nicht so eine Plastikverpackung haben und viel Plastikmüll verursachen. Okay? Das wollten wir jetzt in diesem Fall nicht, sondern wir wollten jetzt hergehen und wollten so gut wie es geht eben irgendwas Nachhaltigeres verwenden. Und selbst hier hat man immer noch oben am Deckel nochmal einen gewissen Plastikanteil hier. Und dieses Plastik, das wollen wir natürlich auch irgendwann mal ersetzen durch Pappe, durch vielleicht sogar so ein Holz oder ähnliches. Ja, hat man quasi hier das Ding, was man aufreißt. Und dann muss ich natürlich bei der Fabrik auch schauen, okay, können die das Ganze hier überhaupt befüllen? Und vor allem können die das Ganze verschließen, nämlich dann gibt es so verschiedene Verschlüsse, zum Beispiel hier Aluminium, dann kommt es hier so drauf, dann wird es runtergedrückt oder es wird ein anderes Pappteil hier reingedrückt mit dem Kleber, da muss man schauen, hey, wenn es reingefüllt wird, kommt dann irgendwie der Kleber mit dem Proteinpulver in Berührung und so weiter und so fort. Ja? Das sind natürlich alles so Sachen, die sind ganz wichtig, die muss ich mir alle anschauen. Und dann ist auch eben natürlich der nächste Punkt, okay, wie viel darf so eine Verpackung kosten? Die darf ja nicht mehr wie 5-10% vom Produktpreis kosten. Und ich muss natürlich mein Produkt deutlich teurer machen. Zum Beispiel so eine Dose hier kostet vielleicht 80 Cent. So eine Dose kostet dann vielleicht 1,50 Euro. Nachhaltiger, besser für die Umwelt. Aber wir wissen ja, die meisten Leute sagen, oh ja, Bio, Bio, Bio. Und dann gehen sie aber zum Penny und kaufen halt irgendwie doch das Billige ein. Und dann muss ich das dem Kunden gegenüber rechtfertigen etc. Okay, ah, warum kostet es so viel? Ja, kostet eben viel, weil mehr Entwicklungszeit, teurere Rohstoffe, teurere Verpackung etc. Und so funktioniert das Ganze. Und da muss ich hinterher erstmal hergehen und muss mit sehr viel Zeit in Vorleistung gehen, mit sehr viel Geld. Und jetzt muss ich jedes Detail testen, okay? Ich habe jetzt einmal das Proteinpulver. Dann muss ich das Proteinpulver nochmal bei einem externen Labor prüfen lassen. Dann muss ich hergehen, muss schauen, ob die Verpackungen alle passen. Dann muss ich das Etikett bestellen, ja? Da muss ich schauen, dass auf dem Etikett alles draufsteht. Da muss ich natürlich alle Regeln kennen, die es in Deutschland gibt. Alles Juristische. Dann brauche ich mein Lager bzw. mein Fulfillment. Dann brauche ich die Webseite. Dann muss es angebunden werden. Dann muss die Webseite gebaut werden, das Zahlungssystem und. Und dann muss ich auch schauen, wie passt es chronologisch. Also zum Beispiel, wo ist der Engpass? Das Proteinpulver hat zum Beispiel eine Lieferzeit von x Wochen. Dann die Dosen haben x Wochen. Dann hat zum Beispiel auch das Etikett x Wochen. Und da muss ich eine gewisse Mindestabnahmemenge haben. Da muss ich das alles bestellen. Da muss ich dann in Vorleistung gehen. Also ich muss vielleicht 3 Monate, bevor das ganze Ding überhaupt startet, schon mal richtig fett anzahlen. 50, 100, 200.000 Euro etc. Und dann bekomme ich das Zeug und dann brauche ich ja erstmal ein paar Monate, bis ich alles verkauft habe im Regelfall.
Das heißt, ich muss jetzt auch lange Zeit Geld vorstrecken. Also das nur mal so ein paar Einblicke, wenn es jetzt eben darum geht, eine Firma zu gründen. Ich habe jetzt mal das Video mit dem Torben gemacht, dann haben wir das Video gemacht, wie man das alles verkostet. Jetzt haben wir mal ein Video gemacht über, wie gründet man eine Firma und wie erstellt man ein Produkt. Wenn ihr wollt, dann können wir da natürlich noch weiter in die Tiefe gehen. Dann werden wir uns die Vermarktung anschauen und noch viele, viele, viele weitere Dinge. Also mir persönlich macht es auch richtig viel Spaß und ich will euch auch das Ganze vermitteln etc. Dann können wir uns auch noch Kalkulationen anschauen und vieles mehr. Und ich will einfach hier im Internet einer sein, der wirklich einen echten Aufbau von echten Unternehmen und von echten Firmen zeigt. Das ist mir ganz wichtig. Ich hoffe, euch macht das Ganze Spaß, Leute. Und ihr könnt wirklich gespannt drauf sein, was da kommt. So, schaut mal her. Das hier war nochmal so eine alternative Verpackung. Und da haben wir jetzt schon zum Beispiel geguckt, dass wir so einen Deckel haben. Dann haben wir hier quasi den Boden drin mit sowas Geriffeltem. Das muss ich mir also alles anschauen. Das muss ich mir von A bis Z angucken. Dann haben wir zum Beispiel sowas hier für Proben. Dann sind wir halt auch im Überlegen, okay, hauen wir zum Beispiel hier Proben rein. Hauen wir dann bei Men's Health oder Women's Health mal in 150.000 Magazine so eine Probe rein. Probe kostet ungefähr 28 bis 30 Cent. Kosten von 30.000 Euro. Lohnt sich so eine Marketingmaßnahme und so weiter und so fort. Also da werde ich euch jetzt alle auf dem Laufenden halten. Das wird richtig, richtig geil. Und natürlich auch ganz wichtig, das Thema Vertrieb lernen und schon mal Startkapital aufbauen. Da hat der Marco Wiebelt ein richtig geiles Vertriebssystem. Dafür könnt ihr euch hier unten anmelden. Schaut euch einfach das Webinar an. Das werden die ersten beiden und die wichtigen Links sein. Und natürlich das ganze Thema Bücher lesen. Ja? Welche Bücher, wie viele Bücher. Kommt mal im Buchclub rein. Kommt da mal definitiv in den Buchclub rein, Leute. Das sind richtig geile Bücher. Also alles von A bis Z immer zusammengefasst per Video mit Beispielen. Ihr habt also viel zu tun und viel vor euch, wenn ihr wirklich erfolgreiche Unternehmen aufbauen wollt, Arbeitsplätze schaffen wollt, geile Produkte an den Markt bringen wollt und vieles mehr. Bis dahin, Leute, euer Karl. Bin auf euer Feedback gespannt. Ciao.